Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Ich bin hier wieder im Tal der Spuren zusammen mit Sari. Ja, brauchst du nicht die Augen schließen? Ja, das stimmt. So, wo waren wir denn? Okay, ein bisschen weiter rausgesucht, ne? Wir müssen ja in. Ich glaube, Mondzirkelbuch hieß es. Kann das sein? Ich glaube ja. Und mit Raffe sprechen wollen. Ne? Ja, ja, mit dann die ganzen. Urodon. Ich weiß nicht, brauchen wir die Bestiarium? Stufe 12. Nee, Stufe 12. Stufe 12. Nee. Gut, du bist. Du bist nicht auf meiner Agenda, du bist in Ruhe gelassen. Du hast Glück gehabt. Okay. Die Bussarde, wenn uns da jemand angreift, schlagen wir zurück. Wenn ihr friedlich gesehen seid, sind auch wir. Okay. Wenn du meinst, dann sollst du es haben, ne? Dann, ne? Ich hab damit kein Problem. Also, wenn du Stress willst, kriegt er Stress. Ich hab kein Problem. Ne? Ich meine, in den Wald hinein schreit, so kriegt man es zurück. Oder irgendwie so halt geht der Spruch, oder? Ich kann wieder nicht so gut aus, aber ich glaube, irgendwie geht der Spruch. So, einmal noch drauf. Der braucht doch unsere ganze MP. Das ist richtig heftig. Finde ich gar nicht cool. Überhaupt nicht cool. So. Und wir haben echt zu wenig MP. Das ist echt nicht gut, Leute. Okay, ich hoffe, der greift uns nicht an. Wenn ja, kriegt einen drauf. Doch, er will. Er will. Na gut. Die Transpiration. Okay. Dann müssen wir den jetzt mit dem Eis erledigen. So, das gehört. Nein, haben wir nicht. Oh Mann. Ich muss ein bisschen mehr auf die Flächenangriffe achten, so wieder sitzt. Bin ich ausgewichen? Bin ausgewichen. Gibt's noch nicht. Die Flächenangriffe sieht man ja auch so blöd am Boden. Hab ich schon gesagt. So, ein bisschen achten. So, der ist down. Keine Chance. Und tschüss. So, du wolltest es so. Ich meine zwar, wir haben zwar auch ziemlich viel Leben verloren, muss ich schon sagen. Aber, ich meine, der hat das komplette Leben verloren, das von dem her. Jetzt haben wir auch wieder die MP voll. Schön. Wir sind wieder gewappnet, Leute. Aber wir sind vorbeigelaufen. Was sind wir dumm. Da wollte ich schon einmal zu weit gehen. Schön. Pantherschale. Die brauchen wir. Das sieht man am Symbol da oben. Steht das? Die sind Stufe 13. 13. Riesenschild. Panzerschale. Aber ist er doch Stufe. Okay, dann. Dann. Okay. Okay. MP ist voll, okay. Wir haben. Okay. So, wenn wir die Panzerschale brauchen, dann holen wir uns die Panzerschale. Ach, das ist ein cool 3-Tier, Mensch, ich will auch. Wir ziehen aber auch gar nicht mal so viel Schaden. Auch wenn die. Okay, das ist gleiches Level wie wir. Sollten wir eigentlich trotzdem mehr Schaden ziehen. Das wäre besser, bitte. Gut. Okay, einmal noch drauf. Ich werde gleich den nächsten anvisieren, den brauchen wir nämlich auch. Eine Transpiration machen. Ein Schatteneis dazu bekommen. Gut. So, jetzt haben wir mit dem Eis drauf. Dann machen wir eine Transpiration, oder wie das noch einmal heißt. Gehen wir nicht voll. Nein! Oh Mann. Diese Tastenkombination ist echt nicht meine Stärke, muss ich sagen. Nicht meine Stärke, auf keinen Fall. Typisch Controller-Spieler, der in der Tastatur in die Hand kommt. Ich meine, wenn das schon das einzige Spiel ist auf der PlayStation, was man mit Tastatur spielen kann, dann sollte man das auch nutzen, oder? So. Die nächste Panzerschale. Das war die letzte Panzerschale. Ich glaube, das sind 3, oder? Ich glaube, ja. Das ist auch bei den meisten Sachen 3. Die machen auch keinen Flächenangriff. Die sind sympathisch. Und übersehe ich das die ganze Zeit, weil das Licht in diesem Teil so extrem blöd ist. So, dann machen wir mit dem Eis drauf. Wenn wir noch keinen MP haben. So, dann können wir jetzt auch wechseln. Bitte. Bitte wechseln. Danke. Also ich muss ja auf den Cooldown achten. Das gibt's ja auch noch, ach ja. So, down. So, wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Wir haben mit dem Eis wahrscheinlich auch gegangen. Volkssträhne 4, nice. So kriegen wir auch ein bisschen XP dazu, das ist schön. War das einzige bei Stufe 14, 13 oder so? Weiß gar nicht. Ja, war das einzige. Deswegen haben wir die Vergütung bekommen gleich. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, mal ein bisschen näher ran, so wie ihr was seht. Ich meine, auf welchen Geräten schaut ihr eigentlich? Ich kann zwar in den YouTube Analytics sehen, ungefähr. Ich sehe schon wieder falsch gelaufen. Ach. Ich kann zwar ungefähr sehen, was auf welchen Geräten ihr so schaut. Also meine Videos. Aber ist ja auch nicht das Allersicherste. Also würde ich das gerne mal auch von euch wissen. Fate-Bereich. Ist das der Fate?
Ich will dich nicht alleine angreifen. Auf keinen Fall. Was soll ich versuchen? Komm drauf. Ich meine, wir können ja notgedrungen noch weglaufen. Oh fuck. Das macht überhaupt keinen Schaden. Leute, kann mir jemand helfen? Komm bitte. Ich kann nicht so viel Schaden alleine einstecken. Das geht gar nicht. Aber kannst du bitte den Schaden abfangen für mich? Nein, kein Abschluss bitte. Oh. Okay, der holt sich den ganzen Schaden quasi. Und die greifen im Hintergrund an. Finde ich gut. Finde ich überhaupt kein Problem. So. Ich mag Fates. Ich mag Fates wirklich. Bernie gegen den Rest der Welt. Wer ist Bernie? Ich weiß nicht. Egal. Ich muss auf jeden Fall dieses Muster besiegen. Achso, dann Transpiration, ne? Und dann mit dem Schatteneisen kurzzeitig drauf. Kurzzeitig meine ich, bis wir wieder komplett regeneriert sind. Also die MP-Leiste meine ich. Aber wir haben auch ein paar andere Krieger, die jetzt mitmischen. Schön. Das hat mir das Teil eigentlich relativ schnell down kriegen. Und dann eine Transpiration und dann rauf mit dem Feuer. So, ruf. Ja. Nur dieses Wechseln kriegt man auch deutlich mehr Schaden. Mit deutlich weniger Punkte. So, Fate erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Nice. Ach, die XP. Bald kennen wir unseren neuen, ich glaube, Jill-Gürtel oder so haben wir gewonnen oder so. Gewonnen, ja. Kommen durch den Auftrag. Ich laufe einfach vorbei. Gönn mir gar nichts. So. Nee, ihr könnt mir gar nichts. Verschwindet. Ja, noch ein paar Panzerschalen. Lass mir auch mal auf dem Weg liegen. Was uns da jetzt wirklich was nach? Ich dachte schon, du fliegst uns nach. Na gut, dann nicht. So, jetzt sind wir hier in der Mondsichelbucht. Ach, das ist schön. Ich meine, jetzt no hate, aber findet ihr das nicht eine mega heftige, krasse Landschaft? Ich brauche hier ein Thumbnail. Ich muss mir die Stelle unbedingt merken. Ich will das jetzt nicht hier in der Aufnahme hier Thumbnails modellieren oder so. Aber ich muss mir die Stelle merken hier mit dem Boot im Hintergrund. Richtig nice. Jetzt wisst ihr schon, was ihr auf dem Thumbnail seht. Also ihr habt es vorher schon gewusst, aber egal. Okay, Raffe. Nach einem frischen Fang fragst du, sehe ich aus, als würde ich meiner Kundschaft Gammelfisch andrehen? Naja, wir haben da Gerüchte gehört. Da muss ich dich leider enttäuschen. Meine Jungs drehen in deiner Suppe noch ein paar Ehrenrunden, bevor du sie auf den Löffel kriegst. Allerdings kann ich momentan leider nicht mit meinem Brötchen raus. Brötchen, ja. Weil sie zu rau ist. Was? Die ist doch komplett klar. Wo ist sie zu rau? Wie du meinst? Vielleicht ist sie weiter draußen zu rau. Kann ja auch sein. Wenn du dich allerdings noch ein bisschen gedulden kannst, können wir auf die Gischköppe warten, die mit dem größeren Kähnen aufs hohe Meer gefahren sind. Vielleicht ist dann ja etwas Brauchbares in die Netze gegangen. Ansonsten wird mir schon irgendwas einfallen. Keine Sorge, du sollst ja nicht um eine wohlverdiente Feier und ich um meine wohlverdienten Gill gebracht werden. Haha, na. Außerdem können hungrige Messingklingen äußerst unangenehm werden. Und ich hatte eigentlich nicht vor, irgendwie mal meinen Ruhestand zu genießen. Okay, was kriegen wir da? Was ich als erstes wieder kriege? Gladiator, okay. Was ist DKR? Ich kenne Dragon oder Dragoon. Ah, DKR kenne ich nicht. Weiß nicht. Das hier ist nur für Krieger und das hier? Ich will alle Klassen. Jetzt kriegen wir neue Stiefel. Dann können wir die Sandalen endlich ausziehen. Okay. Nice! Alter, das hat Punkte gegeben. XP des Todes. Ein Attributspunkt, das ist schön. Jetzt können wir auch beide Sachen anziehen. So. Einmal hier, das hier. Das sollte jetzt gehen, ja. Ups. So. Was wir nicht sehen unter unserem Kleid. Egal. Und dann einmal diese, Füße, bitte. Hä? Wo ist denn bitte der Button? Ich will das ins Inventar ziehen. Öffnet sich das nicht automatisch? Was ist denn überhaupt los? Jetzt hier. Ach, jetzt, okay. Ach, Stufe 15. Na gut, gehen wir barfuß? Nee, dann ziehen wir unseren Sandalen nochmal an. Okay, sorry. Sorry, junge Dame, gibt noch keine neuen Schuhe. Tut mir leid. Schuhe shoppen gehen wir nächstes Mal. Ich muss mir diese Bucht echt für ein Thumbnail merken. Muss ich mir echt merken. Dann seht euch das mal an. Das sieht so nice aus. Heftige Perspektive. Ging es da gleich weiter? Nein. Raffe ist fertig. Ging es dann weiter? Wir haben halt bei Stufe 15 die Gildenquest
Mal gut auf die Map schauen. Okay, das geht nicht. Hier zur. Was gibt's denn hier alles? Ist die Naldkreuzung? Was ist die Kelchkuppe? Okay. So, ganz raus wollte ich gar nicht. Okay, dann gehen wir nochmal zur Naldkreuzung. Gildenquest gibt es anscheinend noch nichts Neues. Und hier ist das. Ist hier ist doch der Dings, oder? Ist auch nichts Neues. Abenteuergilde. Schade! Da würde ich sagen. Wir gucken mal, ob wir die ganzen Viecher hier im Bestiarum finden. Ja, würde ich sagen. Wo sind wir denn hier? Was ist das hier eigentlich? Können wir mal ein bisschen nach. Ich habe eine Nachricht. Muss ich das jetzt ausblenden? Das ist viel Arbeit in der Bearbeitung, ich sag mal nein. Kannst du mir in die Kommentare schreiben, wenn ja, nein und vielleicht. Ich mobilisiere gerade ein paar Leute für Minecraft am Samstag. Vielleicht habt ihr das ja schon auf Twitter gelesen, ich weiß ja nicht. Oh, wenn ich groß bin, werde ich ein Gourmet. Oh, Gourmet. Viele Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gern esse. Nein, ich bin nicht fett. Ich esse nur gern. Kann ich mit euch reden, bitte? Ich will was zu essen haben, bitte. Ich bin eine hungrige Reisende. Na gut, dann nicht. Gehe ich halt wieder. Unfreundliches Pack. So. Ja, ich will keine. Sollen wir die kleine Quest hier machen? Ich weiß ja nicht. Ich würde eigentlich eher sagen, wir füllen das Bestiarium, wenn wir schon hier sind. Boah, hier sind keine Tiere fürs Bestiarium, oder? Weiß ja nicht. Ach, wir werden schon irgendwann Tiere fürs Bestiarium finden. Wir machen die kleine Quest hier. Wenn wir schon hier sind. Hi. Oh, ins Netz gegangen. 2625 XP. Boah, es ist nicht berauschend, aber. Die Ausrüstung, die man da bekommt, ist. Das spricht für sich, oder? Ja, würde ich sagen, ich hätte das hier eine Juchleder. Federfäustlinge. Ja, ich hätte gerne Federfäustlinge. An der Mondsichelbucht braucht Edalene. Edalene, Hilfe. In dem Fischernetzen hat sich Müll verfangen, den es zu entfernen gilt. Okay. Gib mir Müll glauben. Schön. Oder Müll sammeln, sagt man ja in Deutschland. Sagt man in Deutschland glauben? Also ich gehe jetzt Müll glauben oder so. Oder irgendwas zusammenklauben. Das ist, glaube ich, nur österreichisch, oder? Ich weiß ja nicht. Wäre interessant zu wissen. Hallo, hast du kurz Zeit? Du könntest mir die bei der Pflege der Fischernetze behilflich sein. Diese Fischernetze kommen während des Fischfangs auch mit dem Meeresboden in Kontakt, der leider immer wieder von Umweltsünden verschmutzt wird. Der Müll verfängt sich dann in den Netzen und ich muss ihn per Hand entfernen. Doch, die sind doch ganz clean, oder? Steht doch kein Müll im Netz. Vielleicht gibt es auch andere Netze. Es wäre sehr nett, wenn du mir dabei helfen könntest, den Müll aus den Netzen zu entfernen. Ja, nice. Wozu bist du denn da? Für XP durch alles. XP-Hube. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir... Wo? Darunter wahrscheinlich, ne? Willst du mich verkackeiern? Wie ich mich nicht mal bei sowas zurechtfinde, das ist unglaublich. Ach so. Gibt's keinen... Okay. Dann interagieren wir hier. Müssen wir jetzt wirklich nur das hier herauspulen? Okay. Das ist ja die mega heftige Kriegerarbeit. Boah. Puh. Das ist, also ich fühle mich leicht überfordert, muss ich schon sagen. Ich bin aber ein bisschen weit weg von meinem Mikrofon gesessen. Ich hoffe, man hat man nicht so extrem gehört. Warte, hier kommt jetzt ein Viech raus. Das Megamonster, bitte. Bitte, ein Seeungeheuer, ein Leviathan, eine Hydra. Hydra ist kein Meerestier. Nessie, Elasmosaurus. Vielen Dank, sehr nett von dir. Die Instandhaltung der Fischernetze ist ein sehr wichtiger... Ist ein sehr... Ja, Rayon. Deutsch ist schwere Sprache. Ist eine sehr wichtige Aufgabe für die Frau eines Fischers. Ich hoffe täglich auf einen guten Fang. Bitte für die Sicherheit der Seefahrer und flicke die Netze. Ich tue alles, was ich kann, um meinen Mann abends wieder in die Arme nehmen zu können, wenn er mit reicher Beute am Steg anlegt. Ach, war gar nicht so schwer. Ja gut, das war eine sehr gefährliche, richtig heftige Quest, muss ich schon sagen. Dann ziehen wir mal unsere Fäustlinge auf. Fäustlinge. Hier, Mikro-T-Handschuhe. Da haben wir noch das Standardzeug. Heftig. Hier. Fäustlinge.
Okay, jetzt sieht es nicht mehr ganz so cute aus, unsere Zari. Ach, geht doch nur, du bist trotzdem noch putzig. Nom, nom, nom. Nein, nein, ich will nicht auslangen. Zari, nimm es mir nicht übel. raus bitte. So. Wir haben jetzt die Quest da unten auch gleich, oder? Jetzt gehen wir ein paar Quests durch. Also wenn wir schon nie Nebenquests gemacht haben. Ich werde auch schauen, ob ich zwischen den Aufnahmen jetzt, also nach dieser Folge, werde ich ein bisschen leveln. Weil ich glaube, es ist für euch nicht so spannend, hier Zwischenquests anzuschauen oder so. Was gibt's hier Schönes? Juchelieder. Würde ich gerne haben. Obwohl es mir gar nichts bringt. Der bringt mir gar nichts. Was habe ich davon? Gar nichts. Was bringt mir das? Krieger. Bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Gut, dann machen wir es nicht. Also wenn es mir nichts bringt, warum soll ich es machen? So heftig, geil auf die Erfahrung bin ich nun auch wieder nicht. Oh, hier geht's weiter. Oh, der Rayon ist dumm. Oh Mann, wie dumm bin ich? Er war ja auch hinterm Haus, konnte man nicht sehen. Ach Leute. Das war immer eine typische Rayon-Aktion, kann das sein? Ne, Zari? Das ist schon typisch, oder? Ich glaube, das ist typisch, oder Zari? Ach, Tari, jetzt reg dich nicht auf. Dann würde ich sagen, Leute, nächstes Mal geht's mit der Quest weiter, mit der Abenteuer-Kill-Quest ist das, glaube ich, ja, ich glaube schon. Sorry für das kleine List geschickt, egal. Ich muss jetzt auch auf ein paar Nachrichten antworten gehen. Ja, freu dich auf Minecraft, da wird's auch ein paar Folgen geben. Ja, auf jeden Fall. Tja, ich werde nicht alles aufnehmen, was ich am Samstag spiele. Also wird's auch ein bisschen private Spiele reingehen. Wer da dabei sein will, auf jeden Fall eine Pen schreiben. Alle können dabei sein. Natürlich nicht mehr wie 8. So viel habe ich aber eh noch nicht. Schade. Da würde ich sagen, schaut bei der nächsten Folge unbedingt vorbei. Wird mega spannend. Hoffe ich, in Klammern. Ja. Rayon sagt ciao, lasst eine Bewertung da und bis dann, Leute.